Zweite Tagesprüfung, großer Preis des Linzer Traberzucht- und Rennvereins. Ein Viererwette-Jackpot wird da ausgespielt. Da habt ihr zwei Pferde am Ablauf, Lady Lucy, Vivian Venus, auch hier wahrscheinlich ein schwer zu schlagendes Pferd im Feld. Ja, du hast jetzt nicht ganz die optimale Startnummer mit 6, aber sie beginnt gut. Du wirst versuchen, deine optimale Lage zu finden. Und ich finde, die Vivian Venus, die ist momentan eigentlich gut drauf. Die kann auch vorne mitmischen, also beide den Platzierungen durchaus möglich. Platzierungen, ja. Lady Lucy, denke ich, ist momentan nicht so in Topform. Weiß nicht warum, aber ja, für eine Platzierung wird sie schon gut genug sein. Und Vivian Venus macht dieses Jahr wirklich alle ihre Aufgaben so gut sie kann. Ja, wir gehen da auch gleich weiter. Super 76, ja. Riesen-Jackpot heute. Im ersten Teil Celus Thriller, Siegchance, ja, nein. Ja. Kommen dann, siehst du einen Gegner hier? Ja, natürlich, Mon Amour Venus nach dem letzten Laufen ist hervorragend gegangen und Uriel startschnell und auch lange mitgehalten. Die Nummer 10 kenne ich nicht, aber die werden von Bayern nicht umsonst anreisen. Dann der zweite Teil der Super 76. Da hast du American Dream, Wundertüte, wissen wir ja, Siegchance, ja, nein. Ja. Gegner einige, ich glaube, die brauchen wir nicht aufzählen. Alle anderen. Teil 3, ja, auch eine schwierige Aufgabe, Powerlake, schlechte Startnummer, Jake F. Boko, meiner Meinung nach alle eine Siegchance, dann auch deine beiden. Richtig. Teil 4, da hast du Kiwis Rascal, haben wir schon öfter besprochen, Siegchance. Nein. Dein Sieger hier? Ja, wahrscheinlich noch einmal Royal Crown Venus, wobei die Klasse absolut bei Wotan Kasey liegt. Ja, fünfter Teil, da hast du wieder eine Gastfahrt Joyride Venus, die kennst du jetzt aber schon. Ist jetzt ordentlich gegangen im letzten Start, Siegchance. Ja, aber sie gewinnt nicht gerne. Conny mit der Fiesta, eher nein. Platzchance. Gegner natürlich auch hier wieder einige, oder? Ja, yes. So ist's. Franzosenrennen, gut Fellow, Bombenform, aber jetzt steht auf 20, 2,6, sind doch erfahrene Pferde im gleichen Band und auch vorne ein Andalou, Siegchance, ja, nein? Jein. Eben dein Gegner, beziehungsweise wem siehst du am meisten? Herzog, denke ich, ist der Hauptgegner. Und im letzten Teil, Kiwi Superstar, zuletzt auch schon eine äußere Nummer gehabt, Siegchance, ja, nein? Ja. Hauptgegner? Ja, es sind natürlich einige drin, wobei, ja, Blue Edition kann ich nicht so zuordnen. Mr. Big Yankee, Santiano, DJs, Ufrist, alle diese Pferde haben, denke ich, gleiche Chancen, so ein Rennen zu gewinnen. Pro forma, Siegchance, Mr. Magic. Kommt auf den Rennverlauf an, aber letztes Mal, wenn ich richtig rausgekommen wäre, im richtigen Moment, hätte ich das Winterbona gewonnen. Ja, das zweite Rennen, großer Preis des Linzer Traberzucht- und Rennvereins. Linzer Besitzerin, passt eigentlich recht gut, fährt in Form und die Startnummer ist in Ordnung. Er ist bestens drauf, verspricht dagegen, dass er nicht gewinnt. Schwer, keine Ahnung. Pferd ist super, Pferd ist gut drauf. Jede Serie reißt irgendwann einmal, aber schauen wir mal. Also gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder gewinnt oder gewinnt nicht. Aber ja, super Pferd. Ja, auch mit dir, wir gehen die Super 76 Rennen durch. Im ersten Teil, da bist du jetzt selber nicht dabei, aber Sieganwärter gibt es da natürlich. Wer gewinnt für dich dieses Rennen? Ganz eindeutig Mon Amour Venus. Teil 2, da bist du dann dabei, die Startnummer suboptimal, Siegchance, ja, nein? Ja. Gegner, viele, also, dass du mir einen weiteren nennst, glaube ich eher nicht. Nein, das Rennen ist ganz offen. Das dritte Teil, der dritte Teil dann der Super 76, auch da bist du nicht dabei, ich glaube, das ist fast ähnlich zu sehen wie der zweite Teil. Ja, Scarlett LaVie, Atomi, Lady No Name,
Das sind so meine. Teil 4. Da bist du mit Bitches Vacation drin. Sieg schaust ja nein. Nein. Wer gewinnt für dich? Ja, der Klaus Dresel wahrscheinlich oder Royal Grand Venus. Die zwei werden sich's ausmachen. Wotan Kasai hat viel Klasse, kann auch immer dabei sein. Also einer von den dreien wird es werden. Fünfter Teil, Mr. Bam, Siegchance, ja, nein? Ja. Hauptgegner? Joyride Venus nach dem letzten Laufen. Ja, sind auch ziemlich offen. Franzosenrennen, da bist du nicht engagiert. Wer gewinnt da für dich? Good Fellow, wenn das Rennen ihm gut passt. Ami de Pressoir, nicht zu unterschätzen. Frelo hat auch klasse Pferd. Das sind meine drei. Ja, und Teil 7, also das letzte Rennen der Super 76, Mr. Big Yankee, die Form ist mit ihm jetzt nicht so gut. Sieg schaust ja nein? Glaube ich nicht. Deine Sieger hier? Wolfi Autriche. Blue Edition kenne ich zu wenig. Wolfi Autriche. Ja, Carsten, du hast innerhalb der Super 76 dann einen Starter, den besprechen wir dann später, aber jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Erster Teil Super 76, welche Pferde hättest du da am Schein? Normalerweise die 2 Bank, wenn man noch einen dazu nimmt, vielleicht das Pferd von Thorsten Tietz, aber wenn nichts Ungewöhnliches passiert, die Nummer 2. Teil 2, Rätselrallye par excellence, welche Pferde hast du da ausgestochen? Ja, da muss man wahrscheinlich sehr viele Pferde nehmen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, aus der zweiten Reihe wird es für Zeppelin Venus auch schwer, sowie für Donatello Venus auf den kurzen Weg aus der zweiten Reihe wird es extrem schwer. Wobei natürlich beide gewinnen könnten. Ansonsten aus der ersten Reihe Christoph Fischer sollte man nie auslassen. Aber wie gesagt, da muss man sich in dem Rennen sehr breit aufstellen. Aufgabe im dritten Teil, sage ich einmal, ist nicht leichter. Niedrige Gewinngarnitur, 1600 Meter. Und ja, ich finde es sehr offen. Da gebe ich dir recht, ist sehr offen. Ja, das Pferd von Conny Meyer hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Wenn er diese Leistung bestätigt, dann kann sie gleich nochmal gewinnen. Ansonsten Dominik Duda mit Scarlett Lavie mit Startnummer 1. Das sind eigentlich meine beiden Favoriten, ja. Vierter Teil, ja, das ist auch ein interessantes Rennen, aber da gibt es doch Pferde, die man vielleicht riskieren kann. Ja, allerdings eine Bank würde ich auch da nicht riskieren. Zumindest Rollkraut, Venus und Folie Bergère muss man natürlich beide am Schein haben. Und dann ist es Geschmackssache, wen man da noch dazu nimmt oder ob die beiden reichen. Teil 5, wieder ein DGS-Rennen. Ja. Deine Meinung? Ja. Ich glaube, weiß nicht, ob Money Mick den Sieg nochmal bestätigen kann. Ansonsten Zita Jones Venus, auf die ich ein bisschen Bock habe. Aber ja, auch in dem Rennen muss man auf jeden Fall 4 oder 5 Pferde nehmen. Vorletzter Teil und ich sage, da gibt es einen Favoriten, aber es wird nicht leichter. Natürlich wird Gerd Meyer Favorit sein, aber er steht jetzt 20 Meter schlechter als beim letzten Mal und wie gesagt, für mich ist er auch keine Bank. Das andere Pferd von Gerd Meyer mit Conny Meyer, Frey Lord, hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Aber im Endeffekt denke ich, dass es sich zwischen 7 und 8 entscheidet. Und dann im letzten Teil ein internationales und das sind deine Sieger? Der DJ Dufus hat mir letztes Mal schon ganz gut gefallen gegen Yagaromo und Dragon Dash, Kiwi Superstar. Kiwi Superstar hat natürlich beim Sieg beeindruckt gegen Yagaromo und Dragon Dash. Und vielleicht als Geheimtipp Freeman Venus. Zweite Rennen, Free Soul, der guter Beginner, der mag aber 1600 mehr, 2-1. Du wirst natürlich dieselbe Taktik anschlagen. Aber ob es dann auch so funktioniert auf 2-1, das ist eher das Fragezeichen. Ja, er ist natürlich schon ein Tick stärker auf 1600 Meter. Aber ich denke, dass er auf 2-1 auch nicht so schlecht ist, weil er rennt immer sein Rennen weiter, sein Tempo weiter. Und ja, er kann gut anfangen. Ist eigentlich genau dasselbe wie im ersten Rennen wieder, ziemlich dieselben Pferd drinnen. Außer die Nummer 4, Seppi Barroso, der auch sehr stark anfangen kann.
Und ja, aber platziert, denke ich, kann auf jeden Fall sein, trotz die 2100 Meter. Gehen wir dann gleich über zur Super 76. Erster Teil, Spectra, Siegchance, ja, nein? Siegchance, jein, sage ich einmal. Das ist, sie hat mir am Anstand eigentlich ziemlich gut gefallen, mit Start Nummer 11 aus der zweiten Reihe. Habe ziemlich viel fahren müssen, weil es vorne ziemlich schnell war. Heute habe ich einen Neuner, kann hinter der Nummer 1 Celis Trujillo wegfahren, der eigentlich ziemlich gut anfangen kann. Und ja, aber ich denke, dass trotzdem die Nummer 2 Mon Amour Venus, wenn die keinen Fehler macht, nicht zum Schlagen sein wird. Teil 2 der Super 76 Wette, hier bist du nicht vertreten. Dein Sieger hier, oder sagst du, so viel wie möglich mitnehmen? So viel wie möglich mitnehmen. Dritter Teil, Scarlett Lavie. Siegchance, ja, nein? Ja. Vierten Teil, da bist du dann auch nicht vertreten. Wer ist hier dein Sieger? Mein Sieger nach dem letzten Lauf und überhaupt nach der Gesamtform, Folie Berger. Teil 5. Dass du Henry Thien, eins ist dir sicher, ein einstelliges Ergebnis, wenn er nicht wegspringt. Und von dem her Siegchance. Nein. Dein Sieger hier oder deine Sieganwärter? Money Mick oder Joyride Venus. Vorletzter Teil, Franzosenrennen. Da bist du selbst nicht vertreten. Deine Sieger hier? Doch, ich bin vertreten, statt Josef Verbeck. Nummer 5 Bogibet. Aber mein Sieger wird das ist schwer. Amit Dupresoir. Ja, und im letzten Teil, da hast du noch Geld fest, da wirst du einen von den Favoriten ein bisschen kurz ärgern wahrscheinlich, dahinter die Innenlage suchen. Siegchance? Nein, Siegchance keine. Dein Sieger hier? Kiwi Superstar nach dem letzten Laufen.